Hallo Svenja. Hallo, guten Abend. Wer bist du und was machst du? Also, ich bin die Svenja, ich bin 38, ich komme aus Leverkusen und zu dem Thema, was ich mache, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Das ist nicht ganz einfach jetzt in einem Satz erklärt. Also es ist so, dass ich den Beruf zur Friseurin jetzt im August tatsächlich schon seit 19 Jahren mache. Ich habe ein Gewerbe zur mobilen Friseurin, das habe ich angemeldet im Juni 2017, habe das halt immer in Form eines Nebengewerbes gemacht und ja, bin jetzt halt im September gekündigt worden, habe mir aber bis dahin echt einen großen Kundenstamm aufgebaut, sodass ich halt ja, am Hadern war zwischen Termine eintragen und 20 Stunden also arbeiten die Woche, sodass ich mir gedacht habe, okay, es macht mir echt viel Spaß, ich habe viele Kunden, ich mache es Vollzeit. So, das heißt, ich habe jetzt erstmal bis Ende Januar eben noch den Restanspruch auf Arbeitslosengeld gehabt und wollte eigentlich, deswegen muss ich so weit ausholen, wollte das Ganze eigentlich in Form von einem Vollerwerb ab dem 1.2. machen. Aber die Situation hat mir halt auch einen totalen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass ich halt eben Hartz IV beantragen musste. Geht ja nicht anders und das halt eben auch Gott sei Dank halt eben bewilligt bekommen habe. Das heißt, ich stehe eigentlich in den totalen Startlöchern und ja, sitze halt im Moment viel zu Hause. Da kann ich mir aber eigentlich vorstellen, dass du da ja alles auffangen kannst, was jetzt da wegbricht. Also die Nachfrage muss doch riesengroß sein, oder? Die Anfrage ist riesengroß, natürlich. Also du meinst jetzt so in Form von Anfragen, Haare machen und so weiter? Mhm, mh. Es hält sich, muss ich ganz ehrlich sagen, A, in Grenzen und B, ist, also ja, die Anfrage, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also mir ist es im Moment auch ganz klar zu, also geht halt einfach nicht, ne? Also die Anfrage an sich wäre da und ich höre auch raus, dass die Leute natürlich so langsam echt nicht mehr können. Die Mathe explodiert natürlich immer mehr, aber mir sind da natürlich im wahrsten Sinne des Wortes im Moment ja, die Hände gebunden, ja, was, ja. Also, die Scheren gebunden. Ja, so aber das. Doch bestimmt bei Politikern, oder? Ich stelle mir vor, dass Leute wie du so durch Hintertüren in irgendwelche Parlamente oder so kommen, weil die sind doch immer bestens frisiert, oder? Ich persönlich habe noch keine Anfrage bekommen diesbezüglich. kann ich dir so, also nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also ich nehme es natürlich mal ganz stark an. Ich meine, guck dir die Frisuren an, guck dir die Köpfe an, wie die da rumlaufen. Aber also, ne, ich, also ja. Ich dachte, du hättest da vielleicht so Insider-Informationen auch so von Fußballern oder irgendwelchen. Naja, also Informationen, handfeste Informationen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich an der Stelle nicht. Aber ich gucke mir als Friseur, wie gesagt, ich mache den Beruf mittlerweile 19 Jahre, ich gucke mir die Köpfe an. Ich habe auch woanders schon einen Beitrag tatsächlich hinterlassen dürfen auf einer ja, auf einer Seite, wo ich halt mal die Politiker unter die Luke, also mir begutachtet habe, wie die denn so aussehen. Ja, sag ruhig, wo das war. Wo finden ja, da habe ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist bei Boris Reitschuster und da durfte ich halt, also es war tatsächlich noch nicht mal als Gastbeitrag gemeint, also es war jetzt kein journalistischer Beitrag, aber scheinbar fand er die ganzen Formulierungen und Satzstellungen und so weiter echt gut, sodass er das als journalistischen also Gastbeitrag veröffentlicht hat. Ich habe auch tatsächlich die ein oder andere E-Mail bekommen, wie, wo sie mir sag mal, gratuliert haben und gesagt haben, wie toll das Ganze war und so weiter, ne? Ja, also ne, so viel dann dazu. Also wenn ich mir die Köpfe angucke mit dem, was uns dann letztendlich gesagt wird, das steht dann natürlich im gar kein Verhältnis mehr hier alles. Ne? Wie ist es denn so bei deinen Kolleginnen und Kollegen? Nehmen die das alle so klaglos hin? Ich habe das Gefühl, die haben sich wirklich so sehr angestrengt, im Sommer alles Mögliche umzustellen in ihren Läden und so weiter, so wie die Gastwirte auch. Und jetzt werden sie wieder geschlossen. Also ich bin schon lange in keinem Salon an sich mehr gewesen. Ich habe eine Friseurin, die mir die Haare schneidet. Das mal, also sie, ne, sie, das ist auch eine Freundin von mir. Friseure und schneiden sich also nicht selber die Haare? Okay, natürlich nicht. Wie willst du das denn machen am Hinterkopf? Wie soll das denn funktionieren?
Und ich habe tatsächlich zum Salongeschehen nicht mehr so, ja, nicht mehr so den Draht oder wie auch immer, weil ich ja auch selber meine feste Friseurin habe. Aber naja, es ist natürlich überall, also ich habe viel Zeit, um mir halt vieles anzugucken und das, was ich mitbekomme, es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also du brauchst wirklich sehr starke Nerven, um da nicht durchzudrehen. Ich glaube, der ganzen Normalität sind wir wirklich sehr, sehr fern. Ich weiß gerade die Frage auch nicht richtig zu beantworten, weil ich selber echt sprachlos bin über viele Dinge, die hier eben Was auftauchen. ist diese, was macht dich da so sprachlos? Gib mal ein paar Beispiele. Naja, es ist halt. Was mich einfach sprachlos macht, wie kann ich das erklären? Was ich mich letztendlich immer wieder und jeden Tag aufs Neue frage, ist halt einfach, warum sich die Leute, ein jeder selbst, das ist das Gefühl, was ich habe, ist, ob sich jeder mal selber die Frage stellt, ob die Maßnahmen überhaupt noch im Verhältnis stehen zu dem, was unterm Strich passiert. Das heißt, fragt sich eigentlich jeder mal, wie die Sterberate aussieht, wie überfüllt die Krankenhäuser tatsächlich sind oder ob wir, Ironie an, irgendwelche Leichen am Straßenrand haben, weil sie es irgendwie nicht mehr bis ins Krankenhaus schaffen, weil der Zombie-Virus so krass ist. Also das ist einfach unfassbar, wo ich mich auch frage, warum fragt sich nicht mittlerweile jeder eigentlich mal so, wo wäre ich eigentlich oder was wäre eigentlich, würde ich diese Pandemie überhaupt mitbekommen, wenn die ganzen Medien ja diese ganze Gehirnwäsche nicht verbreiten würden? Das ist halt so, ne, das ist so, wo ich jeden Tag mich aufs Neue frage und jedes Mal mit einem Kopfschütteln da stehe. Dann sind so Sachen wie Merkel erlässt das Arbeitsverbot, das, was ich gerade gesagt habe, so Merkel erlässt Arbeitsverbot für Friseure und steht selber mit frisch gestyltem und gefärbtem Kopf auf ihrem Thron da oben, genauso wie die restlichen Politiker. Das ist halt einfach so eine Sache. Dann noch so ein anderes Beispiel, meine Tätowiererin, ja, die nicht einen einzigen Euro bekommen hat, wo ich aber auch ganz klar sage, sie hat halt echt ein großes Haus, hat zwei Kinder, um die sie sich finanziell kümmern muss. Ja, dann ist ihr Mann Musiker und Schlagzeug, also er unterrichtet, also er ist Schlagzeuger und unterrichtet an einer, ich glaube, Grundschule oder weiter, ich weiß, also auf jeden Fall unterrichtet er Kinder. Was aber, ich meine, das ist nur ein Beispiel von vielen, aber es ist halt einfach mal ein handfestes Beispiel, was ich halt einfach gerade ja nennen kann und auch eben darf an der Stelle. Ne? Das ist halt, also das ist so eine Sache. Dann so, weiß ich nicht, Ende November Lockdown Light und zeitgleich explodieren die Zahlen so immens, wo ich mich immer wieder frage, was ist das für eine ablaufende Satire hier im Moment, ja? Und das ist, ich weiß es nicht. Also der Kopf, da schüttel ich wirklich jeden Tag einfach wirklich mit dem Kopf. Ne? Ja, haarsträubend sozusagen. Du Das ist kommst so. ja wahrscheinlich auch mit sehr vielen verschiedenen Menschen in Kontakt oder bist es gekommen bei deinem Job? Ich nehme mal an, vielleicht so ähnlich wie ein Taxifahrer oder, naja, Taxifahren muss ja gar nicht mal jeder breit durch unsere Gesellschaft, aber irgendwie zum Friseur oder Haare geschnitten bekommen. Wie ist denn da deine Wahrnehmung von der Stimmung? Sprichst du überhaupt mit den Kunden darüber? Vermeidest du das? Du fühlst also als erstes, du hast natürlich, wenn du bei den Leuten zu Hause arbeitest, hast du natürlich einen viel, viel, ich sag jetzt mal vorsichtig, intimeren Kontext zu den Leuten als im Salon. Du unterhältst dich natürlich weitaus, ne, wie gesagt, in Anführungsstrichen intimer mit Leuten als jetzt im Salon oder so, ne? So. Und es ist der Wahnsinn, ne? Also wie soll ich das sagen, 70 bis 80% der Leute glauben es. Also es ist ja immer so, ne, wo die mittlerweile sagen, okay, der stärkste Merkel-Anhänger sagt mittlerweile, ja, irgendwas stimmt da nicht. Also irgendwas ist ja hier komisch. Aber im Endeffekt so kommt keiner so, also so die Masse glaubt das Ganze größtenteils dann irgendwie doch. So, das ist so. Wie kann ich das erklären? Ich habe mich da letzten noch die Tage mit einem wirklich guten Freund drüber unterhalten. Der hat das eigentlich mal perfekt beschrieben. Der sagte, weißt du, die ganzen Leute, ja, jeder weiß, die Politiker lügen. Das weiß eigentlich jeder.
Ja, oder die erzählen auf jeden Fall nicht ganz die Wahrheit oder formulieren alles so, dass sie nicht auf den Punkt kommen können oder wie auch immer. Und obwohl jeder weiß, dass die lügen oder vieles verschweigen oder wie auch immer, könntest du als Politiker hingehen, ja, und der Politiker sagt zu denen, ey, da ist ein Monster unterm Bett. Und obwohl der Mensch, der Otto-Normalverbraucher weiß, ey, der erzählt Schwachsinn, glaubt er, darunter ist ein Monster im Bett, also unterm Bett. Das ist so nach dem Motto, ich mache jetzt die Augen zu und morgen ist alles an. Ich kann das nicht erklären irgendwie. Also das ist so, ne, dieses, ich kann das nicht so richtig irgendwie, ne? Da ist irgendwie eine Barriere im Kopf, glaube ich. Richtig, richtig, diese Barriere, genau. Was empfindest du, wenn man dir sagt, naja, du bist ja kein Virologe, du musst einfach den Quellen und den offiziellen Berichten vertrauen und einfach die Regeln nicht hinterfragen? Das sind gebildete Menschen, die das machen. Kümmer du dich doch um die Haare der Menschen. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage und das ist auch eine gute Frage. Wenn ich merke, okay, da ist, ich sage jetzt einfach mal ganz platt und böse, da ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, dann gehe ich da drauf ein und sage einfach, ich bin ja nun mal wirklich, das ist so meine, das ist ein O-Ton von mir. Ich sage den Leuten, ich gehe ja nun mal wirklich durch viele Haushalte durch oder bin es auf jeden Fall. Ne? Ich bin durch wirklich viele Haushalte durchgegangen und die Frage, also die Sache ist halt so, ich kenne natürlich auch den einen oder anderen, der Corona hatte, ne? Kenne ich schon, aber ich kenne wirklich niemanden, der irgendwie kurz vorm Sterben war. Ne, so. Und auch Menschen, die nicht gerade das beste Immunsystem haben. Also ne, das ist, ich weiß nicht, ich kenne wirklich niemanden, der irgendwie kurz vom Sterben war. Das ist das halt. Und wo ich auch sage, ich gehe wirklich durch viele Haushalte durch und ich bin immer noch fit und gesund. Das ist so und das ist das, was ich eben meinte, ob man sich selber nicht mal fragt, ob das, was unterm Strich passiert, ob das überhaupt noch in Relation zueinander steht. Und diese Gehirnwäsche, die ich eben angesprochen habe, ne? Was wäre denn, würde ich überhaupt so eine Pandemie mitbekommen, wenn mich diese ganzen Medien nicht die ganze Zeit so manipulieren und weiß ich nicht, was würden? Das ist, ne, das fehlt mir halt so total, ne? Ja, das hat zwar jetzt wahrscheinlich eher so anekdotischen Wert, aber es ist, glaube ich, auch starkes Vertrauen in die Selbsterfahrung, die ich bei mir zum Beispiel auch sehe. Ich komme als Lehrer dann auch sehr viel in Kontakt mit so kleinen Infektionsherden und habe immer schon gedacht, also wenn ich das jetzt nicht habe, gerade am Anfang, wo ja noch gar keiner, ne, bis März eigentlich war der normale Schulbetrieb und wo die Leute da quasi direkt auf die Türklinken rotzen. Und dann denkt man so, aber was ist denn das? Also wenn das jetzt wirklich so eine krasse, grassierende Pandemie wäre, gerade die Erzieher oder Friseure oder Leute, die halt viel im Kundenkontakt sind. Richtig. Aber gut, das ist natürlich alles nur eine Selbsteinschätzung von an der eigenen Erfahrung. Aber da kommt man dann oft so ins Zweifeln. Ne? Oder dann wird einem gesagt, naja, ist Richtig. egal, hier habe ich diese Statistik für dich und dann habe ich noch eine Richtig. Prognose mit einer exponentiellen Funktion. Das heißt, deine eigene Selbsterfahrung und dein gesunder Menschenverstand, die zählen gar nichts angesichts unserer wissenschaftlichen Expertise. Richtig. Richtig. Das Ding ist auch so, das mag jetzt vielleicht mal naiv von mir eingebunden sein oder wie auch immer. Ich frage mich halt auch immer wieder, wer kontrolliert eigentlich mal die Zahlen des RKI? Das ist für mich auch immer so eine Sache. Wer kontrolliert die denn eigentlich mal? Ne? Also das ist so, es ist immer so alles so wissenschaftlich belegt, dann kommen immer irgendwelche Gegenargumente, aber ich kann das kaum erklären. Also das ist so, wir sind so geeicht auf die ganzen Medien und so weiter und so fort. Und es ist klar, du lässt dir natürlich dann Angst machen, du sitzt dann zu Hause vorm Fernseher, stopfst dann wahrscheinlich automatisch irgendwann Chips in dich rein, machst weniger Sport, und dann bleibst du automatisch irgendwann vorm Fernseher versacken. Also das ist so, also das ist so ein Kreislauf, der sich da halt irgendwie so bildet, ne? Und automatisch wirst du natürlich träge, du kommst kaum mehr vor die Bude, nimmst immer mehr zu. Es ist so, wie gesagt, so ein Kreislauf, der sich da irgendwie bildet, ja. Ja, was
Ist dein Ausblick für dieses Jahr, für die Zukunft, was denkst du, wie wird es sich entwickeln und hast du eigene Schritte eingeleitet, um dein Leben so zu verändern, dass es ein bisschen unabhängiger von ja, diesen dem Wahnsinn da draußen wird? Die Frage ist tatsächlich echt schwer zu beantworten. Also ich versuche mir die Zeit schon, sage ich mal, also die Zeit mit Beschäftigung zu füllen. Also ich sag mal, ich hab schon meine Hobbys. Ich fahre gerne Fahrrad. Ich mache ein paar Mal die Woche schwer. Ja, ich fahre etliche Kilometer mit dem Fahrrad. Aber ist jetzt Ich auch mache nicht mehr so gut, habe ich gehört. Es wird ja auch schon verboten in Parks. Also ich darf hier Gott sei Dank noch mit Fahrrad fahren. Ja, Ich fahre dann auch mal noch. schon mal gerne, ich fahre dann auch schon mal gerne hoch ins Bergische, da Richtung Altenberg, Bergisch Gladbach, da fahre ich schon mal ganz gerne hoch. Ja, ich versuche dann schon so 3, 4 Mal die Woche Sport zu machen. Also ich versuche da wirklich nicht so einzusacken, damit ich halt damit ich mich mental irgendwie auf Höhe befinde. Es ist wirklich schwer. Also, ne, ich merke dann auch immer wieder so, ich komme dann wieder in diese Perspektivlosigkeit und so weiter und so fort. Und das, obwohl ich ja, sage ich mal, Hartz IV ist ja bei mir genehmigt worden und so weiter und so fort. Es ist schwierig, wenn du halt alleine lebst, ne? Wenn du keine Kinder hast und so weiter und so fort, dich da wirklich jeden Tag wieder zu animieren. Und ja, es ist wirklich schwer, deswegen weiß ich gar nicht, wie ich die Frage so richtig beantworten soll. Weil mal ganz ehrlich, wir wissen doch, dass ein Lockdown 3, ein Lockdown 4 und ein 5 und dass das immer so weitergehen wird. Also das ist doch, ich meine, mein Handwerk kann mir keiner nehmen. Ich weiß nicht, wie man mir irgendwas wegnehmen will, aber darum geht es nicht, weil was bringt es mir? Ja, was bringt es mir denn, wenn ich arbeiten darf? Der Lockdown hat sich für mich erledigt, aber die Leute haben vielleicht gar nicht mehr so, noch nicht mal mehr das Geld, aber vielleicht auch gar nicht mehr so den Elan, überhaupt selber zum Friseur zu kommen. Weil dieses Juhu, ich habe jetzt wieder Lust, mich zurechtzumachen. Ja, wofür dann? Für die Maske, die du im Gesicht trägst oder was? Das ist halt einfach so, es ist so, du darfst. Aber du kannst halt einfach nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe mein leistungsfähigstes Alter im Moment. Ich könnte so viel, aber es wird so ausgebremst und das macht mich so in meiner Planungssicherheit. Du brauchst ja als Selbstständiger brauchst du auch so eine gewisse Planungssicherheit und die hast du einfach nicht mehr. Ja, Kannst du das verstehen, wie ich das auf meine? jeden Fall. Das ist halt, man kann manchmal die Fragen nicht damit oder damit beantworten, sondern das ist dieses Gesamtpaket, wo du halt sagst, ja, wie gesagt, so du darfst, aber du kannst halt auch nicht mehr so wie früher. Ja, auf jeden Fall. Du fühlst dich da ausgebremst durch diese Ja, Perspektivlosigkeit auch, ne? Ja. richtig. Was mir gerade so einfällt, ich hatte jetzt gestern ein Gespräch mit einer Mutter, die sagte, es ist unglaublich schwer, wenn man Kinder hat. Du sagst jetzt, es ist unglaublich schwer, wenn man keine Kinder hat. Und beides ist auch wahr. Ne? Und ob man nicht beides zusammenbringen kann, ne? Dieses sich motivieren, etwas zu tun, auch wieder einen Sinn zu haben. Und diese Überforderung, die sie hatte auf jeden Fall, die bestimmt viele Eltern haben, Homeschooling gleichzeitig und Job und so weiter. Man nicht einfach Leute zusammenbringen kann und sagen, ja, hier, guck, ich hab jetzt gerade niemanden und ich habe vielleicht sogar auch mehr Zeit, als mir lieb ist. Und die anderen schlagen die Hände beim Kopf zusammen und wissen nicht, wohin mit sich, weil sie keine Zeit haben. Da müsste man vielleicht mal was überlegen, ob man das koordinieren kann. Dann ist aber richtig, da wieder was zu koordinieren kann. Dann ist aber wieder die Frage, wie? Richtig. Wie möchtest Aber du das mit, wir ne? haben Wie doch möchtest alle du das? möglichen Sachen. Wir haben die Möglichkeit, 100 Millionen Leute zu testen und zu Richtig, impfen und richtig, dies und das. Und richtig. wir haben so viele mediale Möglichkeiten und der Verbindung, und sei es über Telegram oder Facebook oder sonst was, das dürfte doch im Jahr 2021 nicht mehr das große Problem sein. Ja und nein. Also ich zum Beispiel bin so ein Mensch.
Ich stehe nicht so auf diesen virtuellen Kontakt. Weißt du, Ja, klar. ich habe eine, pass auf, eine Freundin von mir, meine Friseurin und gleichzeitige Freundin, die wir feiern zusammen Weihnachten am zweiten Weihnachtstag. Das nennt sich Freunde Weihnachten und dann treffen wir uns am zweiten Weihnachtstag immer bei ihr und da sind locker, lass da mal 20 Leute zusammenkommen, ne? Mal mehr, mal weniger und das macht sie schon seit Jahren so. Jetzt haben wir das an diesem Jahr halt eben tatsächlich virtuell gemacht und ich habe mich da nach 20 Minuten ausgeklingt, Ja, klar. weil es ist, tut mir leid, also jeder Mensch ist anders, aber dieser ganze virtuelle, weißt du, wenn du, Virtuell und das meine ist ich es wieder, natürlich nicht. Ich meine ja, okay. einfach, du trägst dich irgendwo ein auf einer Seite. Hier, Leverkusen kann Kinder betreuen. Und andere sagen, Leverkusen brauche Leute, die mir helfen bei meinem Alltag mit den Kindern. Da, Ja, okay. dann, Okay. ja. Ist wahrscheinlich auch alles illegal, was ich hier gerade sage, aber egal, wir gehen Nein. das mal, Ja, wir nehmen das mal in Angriff. ja, Svenja, ja. vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, danke auch, dass ich daran teilnehmen durfte.